Moin Moin, ein, zwei Worte von mir mal zu diesem Staubsauger von Honiture oder Honiture. Das ist das gute Stück, kommt in diesem netten Weiß daher. Kleine Ladestation ist auch dabei. Und natürlich darf nicht fehlen diese Fernbedienung, mit der wir das Ganze steuern können. Wir können das Ganze hier auch gleich mal zeigen. Wenn wir jetzt sagen, dass das Ganze sich aufladen soll, fährt es direkt los. Und sucht sich die Station selbstständig. Man sieht das jetzt. Es ist manchmal, sieht ein bisschen willkürlich aus, aber eigentlich schafft es das mal ohne Probleme. Er schaut es jetzt einmal um. Das ist für ihn ein bisschen schwieriger, weil wir es so gestartet haben, dass er nicht genau weiß, wo seine Station ist. Das heißt, jetzt sucht er einmal die Gegend ab, wird sich neu positionieren, um dann anschließend in den entsprechenden Bereich sich zu begeben. Wir sehen das jetzt hier. Das Ganze ist natürlich auch sehr leise, was sehr schön ist. Und wir schauen uns das Gerät gleich einmal von unten an. Während der da jetzt hier einbuchtet, können wir hier nochmal drauf schauen. Wir haben hier auch unterschiedliche Funktionen, wie die Wischfunktion. Wir sehen, das Ganze ist eingefahren, ist jetzt in der Ladestation und lädt sich wieder auf. Hat er ja auch uns gerade mitgeteilt. Wenn wir dann fertig sind mit der Reinigung, können wir hier den Schmutzbehälter entnehmen, den leeren. Alternativ können wir auch hier das Wischmodul einsetzen. Das ist alles gar kein Problem. So, wenn wir das ganze Gerät so nutzen wollen, können wir auch diese Knöpfe hier benutzen. Das ist der Startknopf oder Stoppknopf und dass das Ganze wieder in die Station fahren soll. Es blinkt jetzt blau, signalisiert uns, dass es lädt. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal von unten an, denn dort ist auch einiges los. Und zwar haben wir hier einmal jeweils zwei Düsen, beziehungsweise Bürsten, die abgenommen werden können. Das ist gar kein Problem an der Stelle. Und hier die zwei Sensoren zum Laden. Eine dicke Bürste hier im Zentrum, die noch zusätzlich den Staub einsammelt, den die Bürsten eben in die Richtung schieben. Und zwei kräftige Räder mit Gelenk, die federn. Eigentlich nichts verrückt Neues in dem Sinne, aber das funktioniert soweit. Das Ganze ist kein Laser, Sauger, aber dennoch funktioniert da ganz gut. Wir können hier auch das Ganze nochmal anschauen. Hier ist der Schmutzbehälter. Den können wir einfach rausnehmen. Haben hier den Filter und das können wir dann öffnen und ausleeren. Jetzt nehmen wir wieder ein. Das Modul, wie gesagt, wird hier eingesetzt, haben wir eben schon. Und ja, ansonsten können wir uns jetzt einmal anschauen, wie das Ganze klingt von der Lautstärke her, wenn das Ganze reinigt. Und dann würde ich sagen, sollte es das auch schon gewesen sein. So, und das ist die Lautstärke, in der das Gerät arbeitet. Wir sehen hier vorne auch direkt der Laser. Teppich sieht man hier jetzt auch. Gar kein Problem. Fährt einfach drüber hinweg, arbeitet sich da durch. Und ja, ansonsten ist das ungefähr die Lautstärke, die man erwarten kann. Na, wir haben jetzt hier noch die alte Box, mit der er gekommen ist, stehen. Aber das ist jetzt hier nicht weiter wild. Ja. Und so klingt das Ganze dann in der Fahrt. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen in seiner Entscheidung, ob er sich dieses Gerät zulegen soll oder eben auch nicht.